Hallo Leute, wie geht's euch? Hier ist Dugenat und heute habe ich schon wieder ein Funko Pop Haul für euch und diesmal hatte mal Star Wars, ja, und eine Marvel Figur. Ja, letzte Zeit habe ich hier Star Wars geholt, weil die sind die am billigsten sind und die von alle Funko Pops, die ich gern haben würde. Die sind von Pop in the Box-Seite. Ich habe eine E-Mail bekommen, die hatten Figuren 50% Rabatt. Und dann, da ich da Abonnent bin, dann kriege ich nochmal 10%. Und manche von diesen Figuren waren sowieso sogar schon billiger, also auf Angebot. Das muss man nicht zweimal sagen. Ne? Und zum Glück, das sind nicht alle Figuren, die hatten. Sondern klar, die wählen die zu viel haben oder nicht verkaufen oder so. Und zum Glück waren da ein paar, die mir gefallen oder die ich haben wollte. Wie gesagt, das sind so drei Star Wars Figuren und eine von Marvel. Lass mich überraschen. Ich habe mich gefreut. Weil normalerweise bei diesem Angebot, das sind nur so Restposten, also Sachen, die ich gar nicht brauchen will. Oft sind es diese Menschenpops von Serien wie Game of Thrones und so Sachen. Also das will ich nicht. Also viele Verpackungsmaterial. Also das sind sogar vier von Star Wars und eine Marvel. Genau, ja. Also ich fange mit Star Wars, oder? Also, erste Figur. Ich glaube, die sind sogar alle Exclusives. Deswegen habe ich auch Glück gehabt. Es gibt Exclusives, die auch nicht so teuer sind. Das sind alte Exclusives, weil die nur bei bestimmten Laden in Amerika verkauft wurden. Und das erste. Dryden Gangster. Also, das ist von der Han Solo-Film. Film hat mir gefallen, sogar sehr. Ich mag ja Han Solo und wie ihr wisst, ich mag ja Figuren mit Helden und so Aliens-Figuren und deswegen finde ich cool. Also wer es nicht weiß, Dryden Vos ist der Bösewicht bei Han Solo und das ist einer seiner Gangsters da, einer seiner Minions, sag mal so. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Rasse das ist. Das zeige ich hier irgendwo. Aber ist richtig cool. Also von dieser Sammlung. Ich habe schon der hier, der hier, der hier und der hier, glaube ich. Genau, die vier. Den würde ich gerne haben. Das habe ich noch nicht schon. Chewbacca habe ich ja schon. Habt ihr gesehen? Letztes Mal. Ich zeige es schnell. Ich finde, dass er richtig cool aussieht. Da ist er. Mit seiner coolen Waffe. Richtig geile Klamotten. Helm ist auch richtig cool. Ja, hat mir gefallen. Ist keiner Hauptcharakter. Aber ich mag solche Figuren noch dazu exklusiv. Ich kann schnell sehen, von wo er exklusiv war. Das ist das Vorteil bei dieser Funko-App. Man kann es scannen und gleich sehen, von wo das kommt. Also die Preise stimmen nicht so ganz hier in Deutschland, weil das sind die Preise, also die Werte, die ihn dann in Amerika haben. Mal oft passt, aber oft passt auch nicht. Ja, das ist Target exklusiv. Target ist sowas wie eine Müller-Galerie oder so. Irgendwas ähnlich von Amerika. Ja.
Aber ist nicht so viel wert, weil das ist eine Figur, die nicht sehr berühmt ist. Deswegen so billig. Also, nochmal ein Alien von Star Wars. Ries. Der gefällt mir sogar sehr. Also, wer Star Wars gesehen hat, kennt diese Rasse. Das ist sogar von Star Wars, zweiter Star Wars. Also, der ist einer von den Jabba the Hutt, Jabba's Palace Minions. Der ist da, der ist der, wo aufpasst auf diese kleine Tier, das Jabba hat. Und der stirbt auch, wenn diese Partyschiff runtergeht. Die Sammlung ist ich auch richtig cool. Ich mag den, aber der ist gerade nicht mehr so billig. Das war einer der besten. Also der ist auch exklusiv, Underground Toys exklusiv, kenne ich die Laden nicht. Der ist auch richtig cool. Und die zwei, klar, die zwei Jedi sind sehr cool, aber dadurch, dass die Sammlung alt ist, ein bisschen älter, die sind entsprechend auch teuer. Ich finde ihn cool, die Rasse ist auch. Kommt sehr oft vor in. Das sind die Ras, kann sein, Ran. Rasse weiß ich jetzt nicht mehr. Die kommt oft vor in die anderen Star Wars Comics und Bücher und. Aber sehr, sehr cool. Ich mag die ganzen Details. Auf die Figur freue ich mich, weil die war auch nicht überall zum Sehen, zum Kaufen. Sie ist auch exklusiv und noch dazu für den Preis. Ich glaube, die kam dann nicht mal für 3 Euro jede Figur oder so, 4 Euro, weiß nicht mehr. Also, Reese, yes. Ihr wisst ja, ich mag nicht nur Aliens, ich mag auch Roboter. Und da ist der Death Star Droid, bekannt als, glaube ich, RA-7, sind diese Droids. Das ist auch so eine, wie eine Protocol-Droid, so wie C-3PO. Das ist auch so eine. Und die sind überall, also, und der ist bekannt als Death Star Droid, weil die waren ja bei der ersten Death Star dabei. Ja, und da ist, es gibt die schwarze Version und die weiße Version. Aber das hier ist eine exklusive Version, das ist nicht das da, das ist ein Exklusiv von Fall Convention Exklusiv Funko, und das ist auch so Metall Ding. Also die Sammlung mag ich auch sehr, das ist von Rogue One. Ich mag der auch. Sieht richtig cool aus. Ich weiß jetzt nicht die Szenen, die man also, ja stimmt, der ist auch bei Rogue One. Ja, aber das ist ja auch die erste Death Star. Manche kommen schwer raus. Also, richtig, sieht noch besser aus, als ich dachte. Da ist der. Richtig cool. Also, die Roboter sehen auch sehr cool aus. Und so aus Metall. C-3PO habe ich noch keins. Irgendwann mal hole ich. Eine gibt es auch, mehrere davon. Zeige ich hier irgendwo. Aber ich finde ihn sogar cooler als C-3PO. Richtig, richtig cool mit vielen Details. Und die Farbe sehr, sehr cool. Und auch ein bisschen.
Aber wie gesagt, manche Exclusives sind eben nicht viel wert. Also da steht nur Exclusive. Heißt ja nicht, dass sie irgendwann mal sehr teuer sein werden oder so. Weil nur, das sind meistens nur die Figuren, die dann sehr gesucht werden. Wie berühmte Charaktere oder so. Also, der Star Trooper oder RA7 sind die. Die waren sogar am Anfang waren die gemacht als Protokoll-Roboter, aber die waren in Wahrheit waren die Spionen für der Emperor da, der Palpatine gemacht. Und jetzt eine große Box, also so eine Box mit drei Figuren. Das habe ich noch nie gehabt. Und da ist die. Die drei Figuren von. Ich glaube, die sind auch von. Von den Death Star. Ein Trooper, ein Officer und ein Gunner. Richtig cool. Als ich das gesehen habe, also. Die sind alle drei von Empire. Die Sammlung ist auch richtig cool. Das sind die drei. Und da ist Yoda. Einer von diesen Raiders. Nein, Zuckus. Zuckus und Garidan. Die beide würde ich gerne haben. Die sind ja richtig toll. Und da ist noch Luke Skywalker Hooded. Das ist für mich einer der besten Luke Skywalker. Der ist nicht so langweilig wie die anderen. Tja. Und Luke Skywalker, als er im Ende ist, bei dieser Ewok-Kampf. Ich mag die, also die sind die sogar, sind die. Kann sein, dass ich weiß jetzt nicht mehr, dass sie die Troopers sind, die dann im Endor sind. Oder sind die Death Star? Weiß nicht. Also das sind die normalen, also das ist bestimmt der Officer, der Chef da. Richtig cool. Die Hände da hinten, wie die immer so sind, da die Chefs. Das ist dann. Der Gunner? Ja, das ist der Gunner. Hau, oh, sehr cooler Helm. Und das ist dann für mich die beste Figur. Der Chopper. Richtig, richtig cool. Mit seinem Symbol da vorne. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall. Da bin ich nicht sicher, ob das jetzt auch exklusiv ist. Aber ich wollte es ausnutzen, weil für den Preis. Das hat sogar weniger gekostet als ein einziger Funko Pop normalerweise kostet. Sehr cool. Gunner, Officer und Trooper. Und jetzt, letzte, ist kein Star Wars, aber als ich diese Figur gesehen habe, dachte, das muss ich haben, die ist sowas von cool. Und da ist sie. Valkyrie. Ja. Sie ist aus. Auch aus Asgard, wie Thor. Sie ist sehr berühmt in den Comics, also sie ist noch nie in den Filmen war sie noch nicht drauf. Nein, oder doch. Also die Valkyrie in den Filmen ist jetzt eine andere Valkyrie. Sie kommt bei Thor 3 und bei Endgame. Ich zeige hier, wie sie aussieht. Und
diese ist die Valkyrie, die in den Comics bekannt ist. Also sie ist richtig cool. Ich bin mir nicht sicher, ob sie irgendwann mal das Hammer von Thor nimmt oder so. Also ich habe schon ein paar Geschichten von ihnen gelesen, aber sie war sogar ein Mädchen und könnte sich nicht mehr erinnern, dass sie von Asgard war. Irgendwas, also ich gucke das mal. Also die Sammlung ist auch richtig cool. Da ist. Die würde ich gerne haben. Dr. Strange. Ah, die sind alle cool. Captain Marvel ist okay. Das ist das sind die Figuren von Comics und nicht von Filmen. Wie man sie im Film kennt. Und deswegen gefällt mir das. Das ist nicht von der MCU, wie sie sagen, sondern von den normalen Comics. Und sie ist richtig cool. Also sie hat schon 5 sehr viele Sachen im Detail. Ob sie hält, also sie hat so einen großen Kopf und so kleinen Bein. Oder Dynamite, aber schaut euch das mal an. Richtig Schwert, Speer, Tiefe, also die Halle auch. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr. Thor selber habe ich nicht, aber Valkyrie. Ich mag diese Charaktere, die man nicht kennt und die dann so cool aussehen, wie sie. Und das war's. Also, wie gesagt, das hat sich sehr gelohnt. Manchmal kommt so Angebote, manchmal kommt dann per E-Mail. Oft lohnt sich nicht, weil das sind, wie gesagt, so Figuren, die man nicht kennt oder nicht will oder das passt nicht in die Sammlung. Aber manchmal hat man Glück. Doch zum Beispiel jetzt war es beim, wo war das? Bei EMP? Nein. Irgendein Zeit hat diese Woche zum Beispiel Kauf 2, Zahl 1 bekommst 2. Recht cool, also Hälfte vom Preis von alle Figuren. Aber da war keine Figur dabei, die ich unbedingt haben will. Und deswegen. Nur so zu holen, da waren ein paar, die fand ich cool. Aber nur so zu holen, nur weil es billig ist, das lohnt sich auch nicht. Deswegen immer warten, nicht gleich greifen. Also, ich zeige euch die ganzen. Welche hat euch am meisten gefallen? Mir hat am besten gefallen zwischen die zwei. Ich finde der ist richtig cool, sehr detailliert, aber ich mag die, weil ich kenne auch ein paar Geschichten von den Comics. Ich habe sehr viele Comicbücher, das kann man jetzt nicht sehen, von Star Wars, und die Rasse kommt auch oft vor. Also das war's. Kommentieren, sagen, welcher hat euch am meisten gefallen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, das ist eine Mystery Box. Und ja, Sabi Box sollte es sein. Bin mir nicht so sicher. Man weiß ja nicht, weil da steht, da kommt ein Post und dann das dauert länger oder kommt irgendwas, das schneller ist. Wie immer, solche Boxen machen mir Spaß und meine Star Wars Sammlung wächst. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Nicht vergessen, Like zu drücken. Das hilft sehr, meine Channel. Abonnieren, wenn die Videos euch gefallen haben. Ich versuche immer zu verbessern. Also egal, ob die Videos, Bild, Ton, ich weiß gar nicht besser. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich diese Video oder fange ich an. Auch eine Hintergrundmusik zu machen, dass es dann noch nicht so langweilig hört
Und auch weil meine, ich habe ja keine Mikro, das ist von Kamera und deswegen hört man diese Geräusche da hinten. Aber die sind teuer, die gute. Ich habe einmal gekauft, aber der hat es dann nicht so gepasst. Irgendwann mal. Nicht vergessen, Like, abonnieren, ihr könnt diese Glocke drücken, wenn ihr wissen wollt, wenn ich neue Videos mache. Und kommentieren, einfach Kommentare lassen, was hat euch gefallen, was nicht, was könnt ihr ja verbessern. Alles möglich. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag und bis nächstes Mal. Ciao.